Ich lege auf, seit ich 13 bin. Und zwar bin ich dazu gekommen durch meinen Onkel, der damals schon Resident DJ in einigen Clubs hier in OWL war. Und der hat mich im Prinzip dazu inspiriert. Ich fand das immer ganz toll, was der mit Platten gemacht hat und so. Und das wollte ich auch machen. Also das war für mich so der Grund, warum ich zum Auflegen gekommen bin. Mein Onkel hat damals alles Mögliche gespielt, bis er in seine Tätigkeit als Produzent übergegangen ist und ist bis heute fester Bestandteil der Trance-Szene. Also mein Style definiert sich eigentlich dadurch, dass ich schon sehr Hip-Hop-affin bin und auch gerne natürlich in dem Bereich spiele, habe eine große Vorliebe für Trap und spiele aber auch gerne im elektronischen Bereich und da spielt mir sowohl das Genre als auch die Geschwindigkeit nicht so eine große Rolle, ob es jetzt House ist oder ob es jetzt zum Beispiel auch Dubstep ist oder Drum and Bass. Das sind ja auch alles sehr elektronische Musikstile, finde ich sehr cool, macht mir sehr viel Spaß, das aufzulegen und ja, ein bisschen quer durch den Garten. Also meine Verbindung zu Bielefeld ist, dass hier schon immer ein Teil meiner Familie gelebt hat. Heute nicht mehr, aber damals, wo ich Kind war und jugendlich. Und deswegen bin ich schon immer viel in Bielefeld gewesen. Und auch als DJ hat es mich dann immer nach Bielefeld gezogen. Also das war immer so die erste Anlaufstelle. Nicht unbedingt wegen der Entfernung, einfach weil hier so ein cooler Sound immer marschiert ist, den ich immer gut fand. Und das macht Bielefeld eigentlich für mich aus, die Vielseitigkeit. Meine Geschichte zum Stereo geht eigentlich schon ein bisschen länger und zwar spiele ich auch schon seit jetzt ja fast 3 Jahren hier und zwar habe ich früher immer im Club gespielt, auf den Maximal Digital Partys, das war so meine Rave-Zeit, möchte ich sagen. Und also deswegen habe ich zum Stereo auch schon eine sehr, sehr enge Bindung, möchte ich sagen. Ich bin hier kein neues Gesicht. Also einer meiner All-Time-Favorites überhaupt ist Hate It or Love It von The Game und 50 Cent. Das ist halt ein sehr sommerlicher Tune, finde ich. Ich verbinde damit immer so ein bisschen L.A. und das ist für mich einer der Top-Tunes, die ich immer gerne höre. Ich spiele im Übrigen halt auch sehr gerne zu Hause. A, weil mir keiner zuguckt, wenn ich da so rumhampel. Und B, um Sachen halt zu üben. Oft ist es halt so, dass ich mir neue Sachen angewöhne, neue Tricks, Routines im DJ-Jargon genannt, die für einen Club so zum Ausprobieren zu gewagt werden und das macht man dann besser zu Hause. Und zum anderen ist es halt auch wichtig, sage ich mal, immer im Training zu bleiben, wie so ein Boxer im Prinzip. Man muss immer die Grundtechniken neu festigen und dann gucke ich mir halt auch oft Videos an auf YouTube von großen DJs, die da ihre Tricks und so weiter zeigen und dann lasse ich mich davon gerne mal inspirieren und gucke, ob ich da was von adaptieren kann. Also ich mag es sehr gerne, im großen Stereo-Club zu spielen. Nicht nur wegen der Größe an sich, sondern auch vor allen Dingen, weil der Laden einfach so aussieht wie kein anderer Laden. Also ich muss ernsthaft sagen, dass mir kein Club in Bielefeld oder auch sonst wo einfällt, der aussieht wie das Stereo oder wo man sagt, ach, das kann ich da und da schon mal gesehen haben. Und das Stereo ist da sehr einzigartig und das mag ich halt. Und natürlich hat es natürlich nochmal einen etwas anderen Charme, vor einer etwas größeren Menge zu spielen als vor einer kleineren. Auch wenn das der Stimmung in der Regel so keinen Abbruch tun sollte, aber es hat noch mal so ein, macht noch mal ein bisschen mehr Spaß. Das macht für mich eine gute Party aus. Ja, wenn die Leute halt ausrasten. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Also wenn ich einen Abend frei gestalten darf, wenn ich quasi der einzige DJ bin, dann fange ich persönlich sehr gerne mit einem oldschooligen Hip-Hop-Set an. Nicht zu hart, nicht gleich das volle Programm, sondern wirklich ruhig auch ein bisschen Downtempo, so bei 85 BPM. Dann gehe ich da so ein bisschen langsam mit hoch und auch in der Zeit ein bisschen nach vorne und fange dann langsam an, mich an der elektronischen Musik zu orientieren, so dass ich dann irgendwo zwischen House und Disco Fox lande, sage ich mal. Und das finde ich ist auf jeden Fall schon mal eine gute Grundlage. Dann kann von mir aus so langsam der Main Part in Anführungsstrichen beginnen, so dass die Leute wirklich das hören, worauf sie wirklich auch Bock haben und was zum Ausrasten animiert, könnte man sagen. Und das wechselt sich in den Genres bei mir gerne ab. Also da bin ich nicht festgelegt. Das kann von House bis über Hip-Hop bis auch mal eine rockige Scheibe sein, meine Red Hot Chili Peppers oder so. Einfach auch was völlig Unerwartetes einbauen, was aber trotzdem im Kontext zusammenpasst. Und zum Ende hin werde ich dann wieder ein bisschen entspannter, sodass die Leute auch irgendwann sagen, so, jetzt ist eine gute Zeit nach Hause zu gehen. Und sodass sowohl ich als auch Publikum zufrieden sind. Zum Schluss möchte ich nochmal dicke Props an Laurin Schaffhausen geben für diese überaus fette Anlage hier, sowohl im großen als auch im kleinen Club. Also das ist auf jeden Fall ein Sound, den man nirgendwo anders hört. Und das kann ich
mit Brief und Siegel beglaubigen. Also hier ins Stereo kommen. Also Stereo ist für mich eigentlich deswegen ein besonderer Laden, weil hier das Publikum, finde ich, sehr offen ist. Und das vermisse ich auf vielen anderen Partys. So, nicht, dass sie schlecht sind, aber hier im Stereo ist es so, wenn du einen Tune spielst, der, sag ich mal, nicht so bekannt ist oder den die Leute noch nicht so direkt kennen, dann laufen die nicht sofort von der Tanzfläche, sondern hören sich den erstmal an. Und ja, wenn ich den dann mitfeiere, dann feiern die den auch und dann ist alles cool. Und das mag ich am Stereo. Und das habe ich auch selten woanders so gesehen. Also hier ist es wirklich sehr, sehr offenes Publikum, das mag ich.